Guten Tag, hier ist Ronald Engert von der Zeitschrift Tattva Viveka. Ich möchte euch heute die neue Ausgabe vorstellen, die am 15. Mai erschienen ist, 2014, mit dem Thema die spirituelle Bedeutung von Geld. Ich war mal auf einem Seminar, da ging es um Geld und da wurde eine Übung gemacht mit allen Teilnehmern, es waren ungefähr 70 Leute da, und zwar wurde eine Schüssel von Geld, voll mit Geld, 4000 Euro, in kleinen und großen Scheinen vorne hingestellt. Die Scheine waren etwas zerknittert, sodass sich das auffüllte und aussah wie ein Salat, und die Leute dürften sich Geld nehmen. Die einzige Bedingung war, dass sie vortreten und vor allem sagen, was sie möchten, wie viel Geld und für was. Und es war erschütternd zu sehen, wie die Menschen damit umgingen, wie sie sich nicht trauten, wie sie sich fast schämten manchmal. Oder auch, wie sie sich freuten, wenn sie 50 Euro genommen haben, um sich einen kleinen Wunsch zu erfüllen. Einmal trat eine Frau vor, eine junge Frau, und sagte, sie hätte in ihrer Kindheit nie Taschengeld bekommen und wurde aber für kleine Arbeiten von ihrem Vater bezahlt. Und er hat ihr die Groschen in mahnender Weise und mit erniedrigenden Bemerkungen vorgezählt und sie dadurch vorgeführt. Und sie litt darunter sehr und sagte, sie wolle einfach mal Geld nehmen oder Geld bekommen, ohne etwas dafür zu tun. Alle waren vollkommen einverstanden, auch die beiden Seminarleiter sagten, ja klar, wie viel möchtest du denn haben? Und dann begann die Schwierigkeit, sie wusste es nicht. Jetzt fing es nämlich an mit der Frage, wie viel bin ich wert und wie viel ist mir erlaubt zu nehmen. Und es ging wirklich darum zu sehen, was Geld mit der Seele macht, ja, wie es uns unseren Wert, unseren Selbstwert und auch unseren Minderwert triggert. Sie konnte sich nicht entscheiden. Sie fing an zu weinen. Ja. Sie kam an ihren ganzen Minderwert, an ihr ganzes Trauma aus der Kindheit. Alles kam hoch, die Emotionen, die Gefühle. Und der Seminarleiter sagte zu ihr, stell dich mal direkt vor die Schüssel. Sie machte das und dann sagte er, nimm halt, was du möchtest. Ja. Es waren 4000 Euro da drin. Ein paar Leute hatten vorher schon was rausgenommen, sie war nicht die Erste, aber es war noch viel Geld drin. Es war ein 500-Euro-Schein auch dabei. Und er ging zu ihr hin, sie fing förmlich an schon zu zittern, also es war ihr unmöglich. Ja. Naja, sie nahm dann 20 Euro raus. Und dann waren alle total betroffen und dachten, was? 20 Euro? Geht's noch? Ja. Und sie weinte. Und dann trat der Seminarleiter zu ihr hin, nahm sie in den Arm, griff in die Schüssel, zog den 500-Euro-Schein raus und gab ihn ihr. Da ist sie zusammengebrochen. Das war zu viel für sie. Ja. So konnte man sehen, was Geld für eine Bedeutung hat, was es für eine spirituelle Bedeutung hat, im Sinne von Seele und Selbst, im Sinne von Selbstwert.
Und es ging in diesem Seminar um diese Bedeutung von Geld. Und ich habe das als Anlass genommen, diesen Schwerpunkt zu nehmen und habe da noch einige Artikel mehr zusammengestellt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir haben noch ganz viele andere wichtige Informationen gesammelt, was zum Beispiel die Sprache betrifft, ja, das Wort Erlös, Geld in der Ökonomie ist verwandt mit dem Wort Erlösung, ja, oder das Wort Kredit kommt von Glauben, ja, und von Glaubwürdigkeit, oder der Begriff Zuwendung im Sinne einer Zahlung, den gibt es genauso gut auf der Ebene der Beziehungen, ja, dass ein Mensch Zuwendung braucht und ohne Zuwendung nicht leben kann. Viele dieser Gedanken haben wir zusammengefasst in diesem Heft und wir freuen uns, wenn Sie Interesse haben. Wir haben auch noch andere Themen, zum Beispiel zur Mystik. Mystik ist das Flüstern Gottes. Oder zu der prähistorischen Herkunft der Menschheit oder zu Schamanismus in Nepal und auch einen schönen Beitrag von Professor Dr. Dr. Harald Wallach zu dem neuen Buch von Rupert Sheldrake, der Wissenschaftswahn. Wir freuen uns, wenn Sie lesen. Und ein letztes, Tattva Viveka hat 20 Jahre Jubiläum. Sie finden alles auf unserer Homepage www.tattva.de. Sie finden viele Neuigkeiten immer wieder auf unserer Facebook-Seite. facebook.com/tattva.viveka. Und vieles können Sie im Internet nachlesen, den Rest können Sie bestellen. Wir haben digital alles zur Verfügung, einzelne Hefte, einzelne Artikel sogar. Wir haben Abonnements, Print und im E-Abo. Und bleiben Sie uns gewogen, wir haben noch viel vor. Vielen Dank. कटे तुझ बिन जीवन का से कटे जीवन का से कटे तुझ बिन जीवन का से कटे रेन कटे मुश्किल से मोरी रेन कटे मुश्किल से मोरी गुजरे नाए दिन जीवन का से कटे सजना